Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, ja, LS9C, wieder von der Untergriesbach. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Ja, in der letzten Folge haben wir uns ja ein wenig, ein paar Kühe geholt. Ich habe die restlichen Kühe jetzt hier soweit nochmal reingefahren. Die sind jetzt alle mittlerweile passiert. Wichtig ist bei Seasons, müsst ihr Alt, Links und S drücken, da kommt ihr ins Tiermenü. Und wir haben jetzt insgesamt, 9 Kühe haben wir jetzt hier bei uns am Hof. Ne, Holsteiner, Milchkühe. Und in der heutigen Folge werden wir uns, ein bisschen was zu futtern kaufen. Vielen Dank nochmal für die ganzen Tipps und Tricks. Ihr habt doch gesagt, nächste Mal erst Futter kaufen und dann mit den jeweiligen Tieren quasi, die dann dazu kaufen. Wir machen mal die Tür zu. Da schreibt ihr auch immer, mach immer schön die Tür zu. Mache ich. Aber ich kann die von außen nicht öffnen. Ne, das ist kein Simple IC, sondern das ist Mouse Control. Ne, das heißt, ich kann die nicht zumachen, wenn ich hier beispielsweise aussteige. Ich würde sagen, so, Frontlader haben wir schon dran. Und wir werden uns auch gleich noch ein bisschen was kaufen. Das heißt, wir werden jetzt das Futter zukaufen und werden dann uns auch noch einen Stroheinstreuer gönnen, denn wir wollen das Ganze ja auch realistisch machen und werden dann jetzt gleich ein paar Ballen zu kaufen, die wir brauchen. Dazu fahren wir mal wieder zum Shop, das heißt, wir machen wieder eine kleine Rundfahrt. Normalerweise sollte die Folge schon eher kommen, aber ich habe eine Folge aufgenommen. Ich habe versucht, mit der Ballenzange das Ganze aufzunehmen. Hat sich eher ein wenig schwierig gestaltet, deswegen, ich weiß, es ist unrealistisch bei den Silageballen, die wir gleich zukaufen werden, werden wir einen Ballenspieß nehmen, und zwar den von dem Stroheinstreuer. Das geht leider nicht anders. Ich habe das versucht, die Ballen aufzunehmen mit der Silageballengabel, also sprich mit dem Teil hier, ich zeige euch das mal eben kurz, die werden wir auch gleich wieder verkaufen. Aber das ist, weiß ich nicht, es backt halt rum, ne? Ihr kennt ja die Ballenphysik im LS. Das Ding, können wir eher nicht nutzen. Leider. Ne, ich hätte es gerne mit der Ballenzange gemacht, aber geht leider nicht. Ist halt schwierig. So, Karren läuft, das läuft, Kabel ist dran. Dann würde ich sagen, einsteigen, Tür zu, Heizung an. Das ist nämlich noch recht frisch hier. Ja, dann fahren wir jetzt einfach mal rum zum Shop und werden ein bisschen was zukaufen. Jo, so, heute eine Folge, morgen geht's auch direkt wieder weiter mit einer neuen Folge. Der andere hat auch geschrieben, es kommt halt aktuell ein bisschen weniger. Ja, ich stream halt auch relativ viel aktuell. Liegt auch da, daran. Und die letzte Folge habe ich einfach in die Tonne gekloppt, weil ich es jetzt auch nicht so toll fand mit der Ballenzange. Das war ein Rumhantieren, was jetzt nicht wirklich schön war. Und deswegen habe ich mich dagegen entschieden, dann diese Folge zu veröffentlichen. Deswegen kam am Freitag keine Folge. Aber in der kommenden Woche geht alles wieder seinen regulären Lauf. Wir haben uns jetzt hier den Ballenwagen genommen und fahren jetzt rüber. Ich mache mal die Minimap an. Das heißt, wir haben mal wieder ein bisschen, ja, Fahrtweg. Ansonsten werden wir nachdem, dass wir die Tiere versorgt haben, danach auf jeden Fall den Stoppelsturz machen. Wir werden dann noch Gülle ausbringen. Ihr habt gesagt, Precision Farming nimmt aber auch Gärreste an. Das werde ich nochmal testen, bevor wir dann die entweder Gärreste oder Gülle ausbringen. Bei Güllefass haben wir ja. Wir können ja beides mit dem Fass ausbringen. Müssen wir uns mal anschauen, denn es gibt hier ja auch auf der Map einen Ankauf, den wir auf jeden Fall dann auch nutzen können, beziehungsweise einen Verkaufspunkt. Ich habe aber auch einen Gülleverkaufspunkt platziert. Das werden wir dann auch nochmal machen. Lassen wir ein bisschen Gülle ausbringen. Und ansonsten vielen Dank nochmal für die ganze positive Resonanz hier bei dem Projekt. Und auch in der kommenden Woche geht es wieder weiter mit dem Kandelin-Projekt, mit der Hof Bergmann. Und vielleicht auch mal der ein oder andere neuen Simulation. Müssen wir mal schauen, wie sich das Ganze dann auch noch darstellt. Das heißt, wir sind wieder auf dem Weg hier und fahren erstmal eine Runde. Ich muss mal kurz die Pedale nochmal sortieren. So. Fahren jetzt hier durch die kleinen Ortschaften. Werden dann gleich die Ballen aufladen. Werden uns auch noch ein bisschen was kaufen. Und zwar eine Stroheinstreuer, den wir vorne an dem Frontlader befestigen können. Und da ist auch automatisch ein Ballenspieß schon mit dabei. Ne? Das heißt, ein Ballenspieß brauchen wir uns nicht dann nochmal separat kaufen. Ist auch nicht so teuer. Wir haben jetzt auch noch nicht so viele Kühe. Warum fange ich jetzt so früh an, die Kühe zu
zu halten, damit wir nach einem Jahr, also wir haben ja jetzt Frühling, erste Jahr, und ab dem Zeitpunkt im nächsten Jahr gibt es dann den ersten Einschuss der Milch. Ihr habt auch geschrieben, dass es in der Realität noch ein bisschen anders läuft. Aber es ist halt immer noch dieses Spiel. Aber ich finde, es macht nach wie vor noch richtig viel Spaß. Euch begeistert das Projekt. Das ist auch eher so ein ruhiges, entspanntes Projekt, wo wir wirklich zu 99% alles in den Folgen machen. Ab und zu fahre ich schon mal hin und her, teste mal was, damit es funktioniert. Mit der Ballenzange habe ich es halt... Ja, die Folge sollte eigentlich am Freitag kommen. Aber ja, ich fand die Folge nicht gut und deswegen habe ich sie halt nicht veröffentlicht. Deswegen machen wir das heute in der Hoffnung, dass ich ein bisschen besser hantieren kann mit dem Ballenspieß. Aber ich denke, das sollte auf jeden Fall dann auch funktionieren. So, jetzt müssen wir gleich rechts. Können wir schon mal den Blinker setzen hier. Wir fahren jetzt hier an den schönen Ortschaften vorbei. So. Hier ist der Pferdehof. Ach, da vorne sehen wir schon, da war auch der Viehhandel. Da waren wir beim letzten Mal nämlich schon. Und ja, jetzt brettern wir dann zum Shop. Der ist ein Stückchen weiter oben. Ja, und dann werden wir uns gleich noch hier den Stroheinstreuer kaufen. Wir werden von jeder Sorte zwei Ballen mitnehmen. Das reicht. Ich habe mir das ausgerechnet. Wir gucken uns das auch gleich nochmal im Tiermenü an. Da wird nämlich durch Seasons immer die Futtermenge angezeigt, die wir für das komplette Jahr benötigen. Gras können wir nicht zukaufen, leider. Deswegen werden wir nicht alles zu 100% haben. Da werden wir dann Gras einfüllen mit dem ersten Schnitt unserer Wiese, die wir ja haben. Damit unsere Tiere dann auch vollends versorgt sind. Ne, so der Start bei Seasons ist halt immer ein bisschen tricky. Viele haben auch geschrieben, warum hast du die Geräte schon alle gekauft? Ja, weil wir halt nicht viele Einnahmen haben mit Seasons, ne? Deswegen habe ich alles schon mal so ein bisschen vorab gekauft. Ne, wenn ihr auch Vorschläge, Tipps und Tricks habt, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Und wenn es euch gefällt, gilt natürlich wie immer, lasst gerne einen Daumen nach oben da. So, wir sind angekommen beim Händler. Werde ich einmal hier den Ballenwagen hier einmal auf der anderen Seite platzieren. Und dann müssen wir gleich mal schauen, was wir uns kaufen müssen, damit unsere Tiere dann auch bestens versorgt sind. So, wir fahren mal hier ran. Ich würde sagen, ich stell das Fahrzeug jetzt mal hier so ab. Müsste passen, ne? So, da können wir dann nämlich gleich ranfahren. So, machen wir erstmal den Motor aus. Machen mal die Tür wieder auf. Das ist Mouse-Control, ne? Also kein Simple-IC, ne? Wer denkt, das Gerät hat Simple-IC, hat er nicht. Deswegen kann ich die Tür auch von außen nicht schließen, ne? Vielleicht nochmal kurz zur Info. So, dann machen wir mal die Käbelchen ab. Ne? Manuelles Ankuppeln ist natürlich auch mit drauf. Und dann werden wir uns hier jetzt unter Tierhaltung den FZ30, FZ60, den brauchen wir. Das hier ist der Stroheinstreuer. Den werden wir uns jetzt kaufen. Kostet 2.300. Ist aber eine gute Investition, das hatte ich jetzt noch nicht mit dabei. Man hätte sich natürlich auch den Wagen nehmen können, aber ich nehme jetzt einfach mal diesen mobilen Stroheinstreuer, dass wir den dann auch nutzen können. Ich lasse die Tür jetzt einfach mal auf hier, dann brauche ich die auch nicht mehr auf- und zumachen. Dann koppeln wir das Ganze gleich mal an. Ich gucke mal, ob das jetzt hier, ob wir das mit Manual Attach machen müssen oder ob das jetzt hier einfach so funktioniert. Nee, ich glaube, das müssen wir nicht von der richtigen Seite dran. Oder bin ich noch nicht nah genug dran? Ich guck mal kurz. Kleinen Moment. Ah, jetzt zeige ich dann an. Komisch. So, jetzt haben wir... angekoppelt. Da geht er nochmal ein Stück hoch. Ich parke den mal kurz beiseite, weil wir haben ja hier beispielsweise einen Ballenspieß vorne mit dran. Das heißt, ich werde den jetzt einfach mal hier so platzieren. Stell den mal ab. Schalte dann mal kurz die Geräte vorne durch. Und dann haben wir nämlich jetzt hier den Ballenspieß vorne dran. Seht ihr? Das ist so ein Multifunktionalgerät. Das ist auf jeden Fall recht cool. Dann kaufen wir uns jetzt, beziehungsweise gucken erstmal, was brauchen wir denn alles für unsere Tiere. Ne, Wasser ist klar. Da haben wir das Wasserfass. Wir brauchen Mais-Silage. Zwei Ballen. Okay. Dann werden wir das mal kaufen. Ballen. Durch Mais Plus kann man das dazu kaufen. Gras gibt es leider nicht, ne? Deswegen kann ich es leider nicht dazu kaufen. Ne?
Was war das jetzt? Mais-Silage, hab schon wieder vergessen. Mann, Leute, was ist da los? Mais-Silage, ne? Genau. Oder Ganzpflanzensilage, ne? Können wir auch machen. Können wir auch vielleicht auch mal irgendwann mal in der Folge machen. Mais-Silage, zwei Ballen. So, wo haben wir es? Da. Anzahl 2. Dann würde ich sagen, Mais. Was nehmen wir da für eine Farbe? Nehmen wir mal schwarz. Damit wir es auch ein bisschen auseinanderhalten können. Kaufen. Yes. So, 2 Stück. So, dann brauchen wir Heu. Und das haben wir nicht hier. Das feuchte Gras. Da müssen wir den ersten Schnittbart abwarten. Gras, Silage und Stroh brauchen wir. Okay, gut. Dann kaufen wir das auch noch hinzu. Bedeutet, wir brauchen Stroh. Dann nehmen wir auch mal 2 Ballen. Blub. Fertig. Und dann brauchen wir noch, was war das jetzt? Klee, Grassilage, ne? Genau. Grassilage müssen wir auch noch kaufen. Oder habe ich mich verguckt? Wir gucken nochmal. Ja. Oder Kleesilage wird halt auch gehen, ne? Also, je nachdem. So. Heu brauchen wir natürlich auch. Kaufen. Blub. Und, was war das jetzt? Grassilage, ne? Grassilage mache ich mal grün. Damit wir es auch ein bisschen auseinanderhalten können. Und dann sollten wir jetzt, glaube ich, alles haben. So, da sind die Ballen. Wir gucken uns die mal an. Da sind sie. Das sollte jetzt alles sein, was wir brauchen. Wir kontrollieren das nochmal. Heu haben wir, Mais-Silage haben wir. Das haben wir, wie gesagt, noch nicht. Da müssen wir den ersten Schnipp abwarten. Das haben wir und Stroh. Genau, guck mal hier. So, 4 muntere Ballen. Bedeutet, wir werden das Ganze jetzt mal verladen. Gehen wir mal wieder in die Innenansicht. So, ich habe ja noch das Head-Tracking, ne? Wenn ihr wollt, dass wir dass ich das Head-Tracking hier auch in den Folgen anschließe, schreibt es gerne mal in die Kommentare rein. Dann würde ich das natürlich dann auch machen und auch nutzen. Weil der eine oder andere hat auch geschrieben, dass es ja auch eine Mod gibt, ne? Die beispielsweise dafür sorgt, dass die Kameraposition ein bisschen optimiert wird. Ne? Können wir auch gerne reinmachen. So, warte mal, wir gucken mal kurz von außen. Na, das passt soweit. So, jetzt werden wir das Ganze hier mal aufspießen. Und versuchen natürlich das Ganze gerade hier mit meiner Seitenkonsole vernünftig aufzuladen. Ich denke, das sollte vernünftig funktionieren. Wir gucken mal kurz, dass wir hier an dem Wagen vorbeikommen. Ja, das passt. Sehr schön. Na, wie gesagt, schreibt es in die Kommentare rein, ob wir das Head-Tracking, ich habe das Track-IA, habe ich, ob wir das nutzen sollen. Dann würde ich es halt anschließen und ab der nächsten oder übernächsten Folge, je nachdem, ob ich jetzt hier 2 Folgen am Stück aufnehme, dann auch nutzen. So, jetzt bin ich mal kurz einmal hängen geblieben. Da müssen wir ein bisschen drauf achten. So, wir setzen das mal langsam ab. Das muss man halt sehr, sehr feinfühlig machen. Oh, jetzt sind wir ein Stückchen zu weit. So, Sekunde. Ich glaube, das sollte soweit passen. Jo. So, Stroh haben wir aufgeladen. Sehr schön. Ne? Normalerweise würde man das jetzt hier mit der Ballenzange verladen, weil es halt Silageballen dann auch sind, ne? Weil dann würde man die Folie beschädigen. Habe ich euch gerade erklärt, geht halt nicht. Weil, ja, das Spiel das quasi nicht hergibt. Beziehungsweise das halt ein bisschen buggy ist. Und da hatte ich halt vorher eine Folge angenommen oder aufgenommen. Und es war halt, ja, nicht schön anzuschauen, weil die Ballen die ganze Zeit rumgesprungen sind und so weiter. Deswegen machen wir es jetzt hier so mit dem Ballenspieß. Ich denke, das ist auch, glaube ich, kein Problem. So. Dann werden wir das jetzt hier auch mal aufladen. So, wir müssen natürlich gucken, dass wir die anderen jetzt hier nicht berühren. So. Ja, ein Stückchen noch weiter nach hinten. Das müsste passen. Da können wir jetzt hier auch langsam wegfahren. Das ist immer ganz wichtig. Mit dem Ballenspieß. So, jetzt nehmen wir mal die Silageballen. Die pieken wir jetzt auf. So. Dann heben wir das auch mal nach oben. Spiegel sehe ich ja auch oben rechts. So, fahren wir da mal ein bisschen ran. Das müsste passen. Dann heben wir das ein wenig an.
können das hier vorne direkt draufsetzen, weil die Strohballen habe ich ja ein bisschen weiter nach hinten gepackt, sodass das hier auf jeden Fall auch funktionieren sollte. Wir senken das mal ein bisschen. So, das sollte passen. Sehr schön. So. Und dann noch hinten in der Ecke dann noch die Grassilageballen. So, natürlich auch runter. Ja, jetzt bin ich nicht gerade mittig. Müssen wir auch kurz korrigieren, so ein bisschen. Mit dem Lenkrad. So, jetzt haben wir die Grassilage. Und können das Ganze dann auch noch jetzt hier verladen. Sieht schon mal sehr gut aus. Da muss man sich wirklich die Ruhe geben. Und ich finde hier, der Schlepper ist auf jeden Fall sehr, sehr gut hier, um auch Sachen zu verladen. Ich habe auch schon mal ein paar Videos angeschaut, wie man das dann auch... Oh, wir müssen mal kurz hier ein bisschen korrigieren. Wie man das Ganze dann auch verlädt. Da wird öfter mal hier so ein IH verwendet. Für sowas, so als Hofschlepper oder auch als Transportschlepper gedacht. So. Das können wir eigentlich mittig platzieren. Das ist nicht so schlimm. So. Jetzt haben wir alles drauf. Fein säuberlich dran gemacht. Dann werden wir das Ganze natürlich jetzt gleich wieder hier ankoppeln. Vorher werden wir aber dann noch eben kurz wieder den Ballenwagen anhängen. Huch, da müssen wir mal ein Stück vor. Fahren wir mal ein Stückchen zurück hier. So. Dann haben wir das auch für ready. Machen wir nochmal die Tür auf. Ich lasse den Motor jetzt einfach mal laufen. Dann machen wir erstmal hier die jeweiligen Dinger dran. So. Hier die Spanngurte. Da sind auch hier direkt die Markierungen. So. Das haben wir soweit ready. Sehr schön. Ne, das passt soweit. Und wenn wir uns das jetzt hier mal anschauen, sehen wir dann hier, dass wir dann auch die Ballen haben. Dann machen wir den einmal dran. Käbelchen dran. Machen die Tür zu. Und können dann auch hier den Stroheinstreuer noch mitnehmen. So. Den können wir dann wieder aufnehmen hier vorne. Das ist echt ein cooles Kombigerät. So. Ich hebe das Ganze jetzt mal hier so ein bisschen an. Weil vom Gewicht her muss ich es in der Position lassen. Damit das Ganze dann auch funktioniert. Wir machen mal hier die Rundumleuchten an. Weil wir ja ein bisschen Überbreite links haben durch den Einstreuer. Ja, und fahren jetzt mal wieder zurück zum Hof. Schön langsam und sachte. So. Weil wenn ich das jetzt hier zu weit nach oben mache, das habe ich auch schon getestet, dann kippt der ein bisschen nach hinten. Wir haben zwar hinten Gewicht, aber so funktioniert das Ganze dann auch. So, dann werden wir gleich die Tiere soweit versorgen. Den Rest der Ballen, die werden wir dann mal gucken, dass wir die trocken lagern, auf jeden Fall. Ne? So sieht das Ganze aus. Ne, wenn wir uns das mal anschauen hier. Ja, ist recht schön, ne? Auch mit den Ballen und so weiter. Wenn man sich das hier mal anschaut. Ja gut, das Ding vorne jetzt ist natürlich, ich weiß nicht, das würde man dann, glaube ich, jetzt nicht so über die Straße transportieren. Da würde man, denke ich mal, eher das Ganze hinten vielleicht auf so ein, ja, vielleicht auch auf den Wagen packen und das dann manuell transportieren. Ihr könnt es ja mal reinschreiben, wie man sowas normalerweise vom Shop, es würde wahrscheinlich geliefert werden, ne? Wie auch mit den Kühen, das habt ihr auch geschrieben, dass die normalerweise da vom Viehhändler direkt geliefert werden. Bei Pferden ist es, denke ich mal, was anderes. Da hat man dann auch ein Fahrzeug dafür, wo man dann die Pferde auch mit transportieren kann. Aber wir machen es jetzt einfach mal so. Ja, haben jetzt noch 63.000. Das heißt, ein wenig Puffer haben wir auf jeden Fall noch mit dabei. So. Müssen wir hier gleich links wieder hoch. Durch die kleinen Ortschaften hier. Ne? Hier wächst auch langsam das Gras. Ne? Da haben wir noch so ein paar Stoppeln oder da ist auch schon was angesät. Ja, es wird langsam. Ne? Wir haben Frühling, die Temperaturen werden auf jeden Fall höher.
Nächster Schritt nach der Tierversorgung wäre quasi der Stoppelsturz auf dem kleineren Feld, was wir haben. Da haben wir auch noch ein bisschen was zu tun. Dann natürlich Gülle ausbringen. Oder Gärreste, je nachdem. Ich werde es mal testen, weil ich meine, dass es nicht mit Precision Farming geht. Es kann aber sein, dass es hier auf der Map funktioniert. Der eine oder andere hat auch, glaube ich, geschrieben, wenn ich mich recht entsinne, dass das wohl auch hier auf der Karte funktioniert. Wir werden es testen oder ich werde es vorab testen, bevor ich dann die Folge aufnehme. Damit wir das auch sach- und fachgerecht natürlich dann auch ausbringen können. Ne? Entweder Gülle oder Gärreste. Gibt ja verschiedene Möglichkeiten, die man da hat. Was man dann hier auch nutzen kann. Boah, es geht schon hier. Guck mal, da ist sogar schon was auf den Feldern. Guck mal, es wächst sogar schon. Hier auf der rechten Seite zumindest. Huch. Und im ersten Jahr, denke ich mal, werden wir erstmal ein bisschen zukaufen, dass wir dann so im zweiten Jahr dann auf jeden Fall auch schon unsere eigenen Erzeugnisse haben können. Vielleicht nehme ich nochmal das ein oder andere Feld mit dazu. Ihr habt auch geschrieben, dass ich nicht hätte das ganz, ganz große Feld nehmen sollen. Ja, hätte man vielleicht noch ein kleineres nehmen können. Aber ist ja nicht schlimm. Wir haben ja die Fahrzeuge dafür und auch die jeweiligen Gerätschaften. Deswegen ist es da nicht allzu schlimm. So, vorbei hier bei dem Landhandel. An dem anderen Hof. Und dann sind wir dann gleich auch schon bei uns am jeweiligen Hof wieder angekommen. Ist noch ein kleines Stückchen an Fahrt. Also die Fahrtwege natürlich vom Shop sind natürlich lang. Ansonsten unsere Felder und Wiesen sind natürlich alle sehr, sehr ja, kurzläufig zu erreichen. Das war mir auch wichtig, dass wir alles so ein bisschen in den Hof näher haben. Ja, das ist auch noch ein schöner Hof hier. Dann haben wir das dann gleich soweit ready. Ja, morgen geht es dann weiter mit der nächsten Folge. Da werden wir auf jeden Fall den Stoppelsturz machen. Oder vielleicht noch ein bisschen was, dass wir vielleicht noch Wasser hin und her fahren. Müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Wir haben jetzt mittlerweile 10.31 Uhr. Ne? Normalerweise würde man die Kühe, habt ihr auch in den Kommentaren geschrieben, immer morgens direkt füttern. Aber da wir ja jetzt noch nicht alles da hatten und wir ein bisschen was dazu kaufen mussten, wie jetzt auch hier zum Beispiel diesen Stroheinstreuer, der übrigens Standard ist. Ist keine Mod, ne? Findet ihr im LS-Standardspiel. Habt ihr ja vorhin gesehen, wo ich den aufgerufen habe, sodass man den dann auch nutzen kann. Ja. Sehr schön. Jetzt haben wir noch hier die langgezogene Kurve. Und dann sind wir auch am Hof. Und können dann gleich, ja, das Futter in den Stall fahren. Ich habe den Stall auch schon mal so weit aufgemacht, habt ihr ja vorhin gesehen. Sodass wir da dann auch gleich direkt reinfahren können. Den Stroheinstreuer würde ich erstmal bei der Seite parken. Ja, hier ist noch die gekalkte Wiese. Da vorne haben wir das kleinere Feld, wo dann auch der Stoppelsturz kommt. Das andere Feld werden wir auch noch grubbern, das größere. Mit dem 6R dann aber. So, jetzt fahren wir mal hier rein. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass nicht, dass wir den Zaun da mitnehmen. Da ist auch unser Güllefass, das Joskin. Da passt auch einiges rein. Ich fahre mal so ein bisschen hier über die Wiese. So. Die Außenansicht. Huch. Ich werde mal kurz hier. Ihr seht schon, der wankt ganz schön. Ne? Ich werde mal kurz hier den Stroheinstreuer einmal kurz abstellen. Ich werde ein kleines Stückchen zurückfahren. Mit dem Drehschemel hier. Ist gar nicht so einfach mit Drehschemel. Aber mit ein bisschen Übung bekommt man das auf jeden Fall hin. So, wir können schon mal hier so ein bisschen einschlagen. Damit wir hier auch rumkommen. Ich denke, das sollte passen, ne? Oder? Nee. Da müssen wir nochmal ein Stück zurück.
So, wir schlagen mal komplett ein. In die andere Richtung. Damit wir den jetzt hier auch gleich in die Fahrtrichtung direkt haben. So, wir hatten auf jeden Fall sehr, sehr viel Geduld mit dabei. Upp, jetzt habe ich ein bisschen zu weit. Aber ich meine, da müssten wir jetzt hier auf jeden Fall rumkommen. Das sieht gut aus. Hier an dem Reifenstapel vorbei. So. Dann parke ich den mal hier so ein Stückchen weiter oben, da wo er auch vorhin stand. Und dann können wir jetzt gleich die Ballen zu den Kühen bringen. So. Dann koppeln wir das Ganze mal ab. Kabel raus. Zack. Und dann lösen wir hier die jeweiligen Spanngurte. So, guck mal, da haben wir es. Sehr schön, wir können auch die Rundumleuchte wieder ausmachen. Ja, machen die Tür wieder zu und fahren jetzt das Futter rein zu den Kühen. Na, hier haben wir auch noch so ein Hauergerät. Ihr habt auch gesagt, wir sollen das wegnehmen von dem John Deere. Ich finde es jetzt halt, es ist okay. Aber mit dem John Deere werden wir bestimmt auch nochmal was verladen. Oder wir nehmen es halt weg. Müssen wir mal gucken. So, nehmen wir erstmal einen Ballen von... Wir nehmen erstmal zwei Ballen runter hier. Müsste, glaube ich, die Mais-Silage sein. So. Vielleicht sollten wir hinten noch ein Gewicht dran machen, ne? Wobei, das ging ja eigentlich auch gerade ganz gut. Also der IAC, der ist schon vom Handling her ganz gut. Ich würde sagen, ich parke das mal hier vorne. Zumindest die Ballen können wir hier draußen lassen, weil da ist ja Folie drin. Jetzt wird der eine oder andere wieder schreiben, ja, du hast aber ein Loch reingemacht. Das würde trotzdem vergammeln. Ja, es ist richtig, aber hatte ich ja vorhin schon eingangs erwähnt, dass das ja nicht ging mit dem mit der Ballenzange, sonst hätte ich es gerne gemacht. So. Ja, fahren wir mal in den Stall rein. Mal gucken, ob er direkt was annimmt. Hier ist der Trigger. Legen es mal kurz in den Trigger ab und schauen mal, ob es funktioniert. Ja, da wird es auch direkt reingepackt. Ihr habt es gerade gesehen auf der linken Seite, ne, dass das Ganze dann jetzt hier auch direkt ja, mit reinkommt. Ne? Echt ein schickes Ding. Also ich mag den. So, jetzt können wir den Ballen wieder rausnehmen. Ich guck mal kurz. Den habe ich da platziert. Ist ein bisschen gekurbelt hier, aber ist ja nicht schlimm. Wir haben ja die Zeit. Die können wir jetzt hier wieder drauf stapeln. So. Ist dann mal wieder eine längere Folge. Also die Folgen werden immer so bis um die 30 Minuten maximal gehen, weil wir uns auch ein bisschen Zeit nehmen können. Ich hätte jetzt natürlich auch hier nur wieder eine Folge mit der Fahrt machen können, aber das ist mir... Das ist, denke ich mal, auch angenehm von der Folgenlänge. Weil man hier halt auch alles manuell macht und jetzt hier nichts vorspielt oder wie auch immer. Deswegen ist das eine gute Folgenlänge. Könnt ihr auch gerne mal eure Meinung dazu reinschreiben, wie ihr das Ganze seht. Aber ich finde das vollkommen okay. So. So, da werden wir jetzt die hier auch nochmal wegbringen. Ich könnte natürlich jetzt auch mit den zwei direkt da reinfahren. Dann brauche ich nicht zweimal ansetzen. Das wäre, glaube ich, auch eine gute Idee. Dann muss ich die nämlich nur einmal kurz runterlassen, hinstellen, kurz wegfahren, wieder ranfahren. Und da kann ich es halt besser platzieren. So. Kommen wir da rum. Ich glaube, das müsste passen. Jo. Bringen wir das jetzt hier auch mal rein. Das hat er jetzt automatisch auch schon reingeworfen. Sehr schön. Ihr habt es gesehen, der Füllstand hat sich erhöht. Kurz im rechten Spiegel gucken. Ja, und dann haben wir die Tiere jetzt gleich versorgt. Dann kommt gleich noch das Heu. Das müssen wir natürlich trocken lagern. Das ist ganz wichtig, auch bei Seasons. Und das mit dem Stroh, denke ich mal, machen wir in der nächsten Folge mit dem Wasser. Und dann würden wir dann mit dem Stoppelsturz beginnen auf dem Feld. So. Das ist soweit okay. So, dann nochmal ein bisschen Heu rein. Ja, und da würde ich sagen, liebe Freunde, ne, soll es das für heute
soweit erstmal von der Folge gewesen sein. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Einschalten. Und wie immer gilt natürlich, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir nehmen nur mal kurz hier so ein bisschen eine Außenperspektive. Ne? Und ich sage einfach mal bis dahin. Tschö, tschö, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.